Bei den Zeuginnen handelt es sich um Prostituierte dieses Rotlichtlokals. Sie haben bemerkt, wie der Mann die Frau mit dem Umbringen bedroht hat, sofern sie nicht mit ihm in dieses Lokal hineingehen sollte. Und durch das Einschreiten der Zeuginnen trat der Mann dann die Flucht an. In weiterer Folge wurde er an der burgenländischen Grenze in Nickelsdorf festgenommen. Wie war dann der weitere Vorgang, nachdem er festgenommen war? Er hat sich ja nicht geständig gezeigt. Das Landeskriminalamt Wien, der Ermittlungsbereich Menschenhandel, hat noch in der Nacht umfangreiche Ermittlungen gestartet. Es wurde dann der Mann auch nach Wien überstellt für die weiteren Einvernahmen. Jedoch war er in diesen, wie Sie schon gesagt haben, nicht geständig. Die Ermittlungen laufen hier aber auf Hochtouren weiter. Laut unseren Informationen hat die Staatsanwaltschaft auch eine Anzeige auf freiem Fuß angeordnet. Ist der Mann jetzt wieder auf freiem Fuß oder ist er immer noch im Polizeigewahrsam? Der Mann ist mittlerweile wieder auf freiem Fuß. Er wurde einvernommen und dann nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft enthaftet.